Liebe Kinder, viele von euch basteln im Herbst bestimmt Martinslaternen in der Kita oder mit der Familie zu Hause. Und dann zieht ihr sicherlich singend und mit euren Laternen leuchtend durch die Dunkelheit. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum das so ist, dass du mit deiner Laterne den dunklen und grauen Herbst so herrlich erleuchtest? Nun, wir möchten dir und deiner Familie heute von einer Legende erzählen. Eine Legende, die wir schon viele, viele Jahre erzählen, immer wieder, weil sie so schön ist. Und weil sie uns zum Nachdenken bringt, auch uns Erwachsenen. Die Legende, die wir dir jetzt erzählen möchten, ist die Geschichte vom heiligen Martin. Bist du bereit? Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, da wurde irgendwo in Ungarn ein Kind geboren. Das trug den Namen Martin. Mit 17 Jahren war Martin schon römischer Soldat und in Frankreich stationiert. Er war ein bescheidener und gütiger junger Mann. Obwohl er nicht getauft war, lebte und handelte er wie ein Christ. Seine Kameraden schätzten ihn wegen seiner Geduld und Nächstenliebe. Eines Tages vor den Toren einer Stadt kam es zu einer Begebenheit, die sein Leben für immer verändern sollte. Es war an einem jener bitterkalten Herbsttage dieser Zeit. Viele Menschen waren in der klirrenden und eisigen Kälte schon gestorben. Martin ritt auf seinem prächtigen Pferd auf das Stadttor zu, als ihm ein Bettler entgegenwankte. Dieser war fast unbekleidet und flehte die vorübereilenden Leute an, ihm doch zu helfen. Doch niemand half. Alle schauten weg. Nur Martin empfand tiefes Mitgefühl und mit einem Mal spürte er, dass Gott seine Wege zu diesem armen Menschen gelenkt haben muss, um Barmherzigkeit zu üben. Doch wie sollte er, der auch nur seine Waffen und einen einfachen Soldatenumhang aus Wolle bei sich trug, helfen? Der Umhang gehörte ihm nicht einmal. Er war Eigentum des römischen Kaisers. Doch Martin zögerte nicht lange. Er stieg vom Pferd, ging dem Bettler entgegen, nahm sein Schwert und teilte seinen Umhang in zwei gleiche Hälften. Hier, armer Mann, nimm meine Mantelhälfte und hülle dich darin ein. Mehr habe ich leider nicht, was ich dir geben könnte. Dankbar nahm der Bettler das Mantelstück an und schlang es sich um den mageren, ausgekühlten Körper. Martin bekleidete sich mit der anderen Hälfte. Einige Leute waren stehen geblieben und machten sich sogar darüber lustig, dass der Offizier der römischen Garde nun selbst wie ein abgerissener Bettler aussah. Andere, die viel mehr hätten geben können, waren beschämt. Die Begegnung mit dem Bettler ließ Martin nicht zur Ruhe kommen. Grübelnd legte er sich auf sein Nachtlager. In der folgenden Nacht hatte Martin einen Traum. Jesus Christus begegnete ihm, umgeben von einer himmlischen Schar Engeln. Jesus trug Martins halben Umhang und sprach: Martin, ich war der Bettler, dem du mit deiner Barmherzigkeit geholfen hast. Was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Als Martin am nächsten Morgen erwachte, wusste er, dass er sein Leben völlig ändern wollte. Er verließ die Armee und trat als Mönch in den Dienst Gottes. Wir wünschen dir und deiner Familie